Ja, hallo, servus und grüße euch, herzlich willkommen zurück, Free Spirit Madness. Wir sind mittendrin im Karibik-Flair. Unsere erste Attraktion spricht sich schon langsam rum. Ich meine, jetzt ist wenig los, wobei, na okay, ist schon schön besetzt. Aber es laufen halt weniger Leute rum. Das ist ja eine Familienattraktion und in der Nacht selber ist jetzt nicht so viel da hinten los. Hey, wie geht's euch? Mit Hunger? Die haben alle Hunger. Naja, dann kann ich euch empfehlen, da hinten mein kleines entweder fritten oder... So, wie sieht denn das in der Nacht aus? Die beiden bekämpfen sich ewiglich. Das können wir aber so lassen, da brauchen wir noch ein paar Palmen und Bäume. Oder ich kann euch das empfehlen, dieses Gebäude. Maxelente, Star Fox Coffee, Erste Hilfe und ein Klo, falls ihr das nicht verträgt, ja. Cosmic Cow, vielleicht brauchen wir tatsächlich noch eine Burgerbude. Wobei, haben wir da hinten, ist das nicht eine Burgerbude? Chief Beef? Das ist ein Chief Beef. Exploding Chief Beef. Gut, ja. Ich bin schon wieder, ich lasse mich wieder zu leicht ablenken. Mir ist was eingefallen. Wir haben doch eines dieser Fahrgeschäfte. Nämlich, Wasserfahrgeschäfte. Wenn die passt. Nee. Jo. Cooper's Creek haben wir gebaut, das ist dieser Baumstamm. Und ich meine, was würde besser ins Piraten-Setting passen als Rolling River? Was meint ihr? Ich denke, das wäre gar nicht so schlecht und ich hätte gern eines, wo wir auf einer Seite reingehen und auf der anderen Seite rausgehen. Und wir klatschen Rolling River hierher. Ich meine, hey, immerhin. Wasser, Piraten und so weiter und so fort. Vielleicht klatschen wir Rolling River wohin? Mal kurz Überblick gewinnen. Ich würde ihn vielleicht gerne da auf den Berg hochbauen und dann so runterleiten lassen. Das bedeutet, wir werden das Ding hierher setzen. Geldmäßig sollten wir zurechtkommen. Machen wir das so. So, gut. Mal sehen. Standardschiene, stromschnellen Abschnitt mit normaler Breite, Fallstart, breiter Abschnitt und so weiter und so fort. Breiter Abschnitt. Naja, beginnen würde ich sagen, tun wir auf alle Fälle mal mit einer Steigung. Wir wollen ja an Fahrt gewinnen und auch an Höhe und so. Ziehen wir das ruhig mal so auf 10 Meter. Wieso kann ich das... Ist das keine Steigung? Förderband, Lift, Start. Naja, eben. Ah, okay. Jetzt sind wir in dem Bereich. Ziehen wir sie mal auf eine angenehme Actionhöhe. So. Ja, ich würde das gerne mit dem Berg irgendwie in Verbindung bringen. Machen wir das mal so. Kriege ich mal eine Kurve rein. Können wir das da oben auch breiter machen? Ich weiß es nicht. Müssen wir ausprobieren. Ich habe das noch nie verwendet. Stromschnell. Lass die wilde Fahrt beginnen. Hoppla. So, ich darf ja nur nicht. Ich meine, Geld haben wir genug. Geld haben wir tatsächlich genug. Machen wir ruhig ein bisschen steiler und... Ich hoffe nur, es wird nicht zu wild, also wir müssen das dann testen. Es sollte im besten Fall eine Mischung für alle sein, für groß und klein. Normalen breiten Abschnitt.
Vielleicht sind die ja Stromschnellen in die Richtung. Ich weiß es nicht, ich baue einfach drauf los. dann hätte ich gerne noch ein Stückchen so. Bevor wir das dann jetzt wieder verjüngen. So. Und ja, dann geht es gleich wieder mal bergauf. Im wahrsten Sinn des Wortes, weil wir haben ja da jetzt dann schon den Berg. Oh, so geht das nicht. Nee, das ist doof. Durchbricht Gelände, ja, dann durchbricht das Gelände halt. Relativ zu Terrain, Meeresspiegel. Achso, das ist nur eine zusätzliche Einblendung. Das ist jetzt blöd. Ich möchte den Berg, oder ich kann den Berg ja jetzt nicht irgendwie. Ich meine, ich hätte mir das schon. Moment mal. Ich muss da mal kurz rauswechseln. Formen, drucken, meißeln, ich weiß es nicht. Dann ziehen wir dann den Berg da hinten wieder hoch. Wir brauchen da jetzt einfach mal Platz. Ich hoffe, das reicht aus. Okay. Wie komme ich da jetzt wieder in den Schienenbearbeitungsmodus? Schiene bearbeiten. Alles klar, funktioniert. So. Und dann ziehen wir den Berg halt wieder hoch. Ja, was machen wir da jetzt? Machen wir dann noch eine Steigung? So, der grande Finale. Das große Finale, ja. So, nicht allzu hoch. Oh, das ist nice. Und ja, da werde ich dann wieder so ein Kreis runden. Da machen wir das noch höher, oder? Entschuldigung, Leute, wenn das etwas länger dauert. Aber es soll ja eine geile Wasserbahnfahrt sein. Wir machen das da oben auf alle Fälle mal breit. Oh ja, oh ja. Und wie gesagt, das würde ich gerne. Oh Mann, das wird ziemlich hardcore. Oder wir machen das tatsächlich einfach nur. Es geht noch tief, noch steil. Oh, das geht noch steiler. Wir machen das einfach so. Wir müssen ja nicht nochmal so einen Drehkreis machen, sonst haben wir ja ständig Drehkreise. Ich weiß es nicht. Oder doch? Da sind wir jetzt wieder nämlich mitten im Berg. Das ist blöd. Oh. Tada. Weg mit Tada. So, ich darf jetzt, ich muss das große Ganze im Auge behalten. Schiene bearbeiten. So, da geht's dann hoch mit dem Lift, dann geht's da relativ gemütlich und dann so richtig wurscht. Hier, dann machen wir das noch steiler. Setzen das mal so. Ja, okay, da müssen wir jetzt aufpassen. Wir müssen da hinten rankommen. Ja, das ist die große Wildwasserbahn. So. Wow. No. That was not what I wanted. That's okay. Eventuell da noch eine kleine. Okay, wir machen das so. Dann geht's da mal nochmal ruhig voran. Dann kommt nochmal eine Steigung. Muss ja nicht so extrem sein. Einfach damit wir da nochmal Fahrt aufnehmen können bis zum Ziel.
Alles schön, und da sind wir dann nämlich dann über dem Meer. Also ich sage immer Meer, aber stellt euch einfach vor, da hinten geht es unendlich weiter und wir sind im Me am Meer. So. So wollte ich das. Da jetzt nochmal so eine richtig schöne Abfahrt. Da können wir ja vielleicht, Moment, Moment, da machen wir das dann noch mal breiter. Vielleicht noch etwas Geschwindigkeit dazu bekommen. Und hey, was heißt durchbricht Gelände? Ja, willst du mich ärgern? Alter. So. Ich will doch jetzt nur noch die Schiene mit dem verbinden. Zack. Yes. Hätten wir. So, mal schauen. Ja, finde ich nicht so schlecht. Dann werden wir das Terrain, wir sind noch immer auf 69.000 Dollar, dann werden wir das Terrain da wieder erhöhen. Das musste ja nur temporär. Oh, da machen wir so einen richtig geilen Vorhang. Also Überhang. Oh, das. Genau. Können wir das so vorziehen? Das wäre geil. So quasi so wie eine natürliche Höhle. Na, da geht die Kohle drauf. Terraforming ist teuer. Ein teurer Spaß. Aber ich finde das halt hübscher, wenn das irgendwie in der Nähe vom Hang ist oder im Hang ist, als wie wenn es in der Luft schwebt. Da kann es ja gerne in der Luft schweben. Vielleicht machen wir da noch sowas wie so einen zweiten kleinen Vulkan. Ich weiß es noch nicht genau. Aber das ist schon sehr geil. Ja, ich weiß, Leute, Eigenlob stinkt, aber ich find's geil. Ich da noch einen Berg? So. Jetzt haben wir da nämlich so einen richtig geilen Überhang. Ich muss da mal. Was muss ich denn da? Raus. Und. Ja, das meine ich. Mir fehlt das, dass ich da die Höhe nicht umstellen kann. So. Und wir können hier. Behaupte ich mal. Szenerie. Mal schauen. Natur. Es gibt doch diese Schlingpflanzen und Hängepflanzen und so. Das nicht. Keine Angst, ich halte mich da jetzt nicht allzu lange auf. Ich möchte nur kurz was ausprobieren. Naturregion, Tropen. Den Tang. Den Seetang. Gut, ich sehe das schon, ich werde das offline machen. Ich hätte gern den Seetang, der dann von da oben runterhängt quasi. Weil wir sind da ja so in so einer kleinen Pseudo-Höhle drinnen. So meine ich. Und warum auch immer dieses Spiel entscheidet, dass der Seetang kopfüber auftaucht, man weiß es nicht so genau. Wir benötigen auf alle Fälle das, machen wir auf alle Fälle dann zumindest in der nächsten Folge. Beziehungsweise Bäumchen setzen und so, ihr wisst ja, was ich davon halte. Schauen wir einfach, dass wir das jetzt mal fertig bekommen. Da ziehen wir natürlich jetzt auch einen Hang hoch. What? Also ich dachte schon, ist das, mir das Geld ausgegangen. Das hätte mich jetzt tatsächlich ziemlich geschockt. So, wenn wir das schön begrünen und da oben vielleicht noch Animatronics und so hinstellen, dann passt das super. Okay.
Jetzt werden wir gleich wissen, was ich diesmal für einen Blödsinn gebaut habe, weil wir müssen jetzt einen Eingang verbinden und der muss jetzt... Ist er nicht. Das ist jetzt extrem blöd. Kann ich das im Nachhinein... Okay, ich setze mal kurz einen Cut. Ich muss mal speichern. Ich will nachschauen, ob ich das im Nachhinein drehen kann. Eingang links, Ausgang links. Eingang rechts, Ausgang rechts. So, ich hoffe, das war's jetzt. Fertig. Eingang platzieren. Yes! Machen wir da den Eingang? Da direkt den Ausgang. Müssen wir jetzt diese blöde Sitzbank verschieben. So, Eingang mit Weg verbinden. Okay, hätten wir. So, Szenerie 5% ist klar. Wir haben da jetzt nicht so viel stehen. Aber es wird Zeit, das zu testen. Fahrtenkamera. Jetzt bin ich mal gespannt von der Action her. Und in der nächsten Folge, ich werde dann Bäumchen und so offline setzen. Vielleicht mache ich wieder so ein Zeitraffer-Video. Überleg noch, ich weiß es nicht genau. Aber in der nächsten Folge werden wir dann... Oh, das ist doch ziemlich steil, muss ich feststellen. In der nächsten Folge werden wir dann das erste Mal mit richtigen Leuten rumfahren. Hoffentlich. Weil wenn diese Attraktion zu extrem ist, dann fährt niemand. Das ist mir mal offline privat aufgefallen. Da wollte ich mal eine Achterbahn designen, einfach zum Üben. Falls wir dann in unserem Park eine erste richtige Achterbahn setzen. Und die war dann einfach zu derb. Selbst die Jugendlichen und Teenagergruppen haben sich geweigert, damit zu fahren. Das hat mich dann etwas frustriert. Also Achterbahn bauen ist schwieriger, als ich dachte. Aus dem Grund, ich hoffe, dass die Testergebnisse von unserem Wildwasserteilchen in der Karibik nicht so negativ ausfallen. So, dann kommen wir hier in den Wildwasserbereich. Ich gehe mal auf Außenansicht. Ah, okay, ist nicht so wild. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, Szenerie oder so. Bin ja gespannt an der hintere Teil, wie der ist. Ja, da sollte ich vielleicht auch einen Berg hochziehen, ha? Ich weiß es nicht. Andererseits, wenn das alles auf einem Berg oben ist, aber wir können ja auch Attraktionen auf dem Berg bauen. Wir ziehen da einfach einen Berg hoch, müssen den Weg halt raufleiten und dann haben wir da oben halt, keine Ahnung, überlege ich mir noch. Beziehungsweise, ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben, wie ihr das denn gern hättet. Wir können aber auch den See oder das Meer, wie ich es liebevoll nenne, da weiter vorziehen. Ist ja eigentlich alles Wasser und passt ja ganz gut zum Piratensetting. So, da kommt jetzt der nächste Anstieg. Ich meine, es ist halt interessant, es darf halt auch nicht zu langweilig sein. So wie meine Let's Plays. Nein, aber ich meine, es muss halt die richtige Mischung sein. Es muss die Leute interessieren. Sollte nicht allzu wild sein, damit auch Familien mitfahren. Darf aber auch nicht zu langweilig sein, damit keiner mitfahren will. So. Aber ich glaube, das nicht zu langweilig sein, das hätten wir da hinten erledigt. Ab der Kurve wird es ja dann doch, glaube ich, etwas wilder. Inklusive kleiner Höhlenfahrt. Oh, da hinten haben wir unseren Vulkan. Und die riesenfette Achterbahn. So, nee, das ist garantiert nicht zu langweilig. Ich glaube, das ist zu wild. Oh, ist ja geil. Also ich bin echt gespannt, wie die Leute darauf reagieren.
Und ich weiß auch nicht, wie sie reagieren auf diese Passagen, wo ja doch immer relativ wenig bis gar nichts passiert. Aber dafür haben wir da hinten nochmal einen kurzen Anstieg und da nochmal eine Schnellwasserpassage. Ja, das sollte hinhauen, glaube ich. Und eine super schöne Aussicht auf unseren Vergnügungspark. Vielleicht haben wir ja Glück und der Vulkan bricht aus. Ich weiß es nicht genau, wo ist die Achterbahn? Ich glaube, oh ja, könnte sein. Achtung, auf den Vulkan schauen. Wusch. Ja, bricht aus und sieht ziemlich geil aus. Jo, da haben wir dann nochmal so den letzten Abstieg. Das ist halt ein bisschen, das könnte schneller gehen da. Wie sieht's denn aus? Spaß? Naja, Ich glaube, da ist Verbesserungspotenzial vorhanden. Ich glaube nämlich, das muss im grünen Bereich sein. 4,74 Spaß. Ich weiß es nicht, wie man Spaß. Wie man den Spaß steigern kann. Nervenkitzel ist klar. Das müsste man dann einfach viel steiler machen. Übelkeit. Aber dafür ist die Übelkeit. Ja, ich weiß es nicht. Ob die so toll ist. Keine Ahnung. Wir werden jetzt noch den Ticketpreis, den lassen wir auf 8. Mal schauen, was geht. Wollen wir Musik spielen? Nee, wollen wir nicht. Betrieb. Beliebige Besetzung am Anfang mal. Anzahl der Wegen. Wieso steht da Dollar drinnen? Ich glaube, ist okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Wegen. Finde ich okay, glaube ich. Dann sind die Wartezeiten nicht so lang. Dann machen wir lieber, machen wir mal 10 Wegen. Wir können das ja dann runterschrauben. Oder? Wo ist denn der erste? Sieht man jetzt nicht. Ja, das müsste sich ausgehen. Die sollten sich dann schön auf der Strecke verteilen. Wartung benötigen wir keine. Okay, na gut. 22 Minuten, schon Overtime. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt offline da jetzt Pfläumchen. Pflanzen und Bäumchen setzen. Und dann können wir uns ja überlegen, wie es weitergeht. Oh, schön. Die Fenster Karibik. Na gut, Leute, ich sage euch was. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Und in der nächsten Folge sehen wir dann hoffentlich die erste richtige Jungfernfahrt mit Passagieren. Ich hoffe, dass das Teil angenommen wird. Werden wir sehen. Na gut. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.